Hallo und willkommen zu einem neuen Lookfantastic Unboxing. Diesmal gibt es die Global Glamour Box. Das ist das neue Motto der Box. Und ja, ich würde sie gerne einmal mit euch aufmachen. Ich finde das Design übrigens wieder sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Da ist so, sag ich mal, so ganz leicht die Weltkarte aufgezeichnet. Sieht richtig, richtig schön aus. Und wenn ich die Box aufmache, ist als allererstes mal wieder eine Zeitschrift drin, und zwar die Elle. Also ist es im Grunde, die Box ist auch immer, sag ich mal, so ein Zeitschriften-Abo. Ist natürlich jetzt, da die Box aus England kommt, in Englisch, aber ich meine, ich verstehe Englisch. Ich denke mal, die meisten von euch tun das auch, von daher ist es ja halb so wild. Dann ist hier immer die Karte drin, wo die Produkte drin stehen, wo ein bisschen was erklärt wird. Da gucke ich immer später rein, lese ich mir vielleicht irgendwann mal durch, und dann mache ich jetzt als erstes die Box nämlich auf. Und fange mit diesem Produkt hier an. Hier ist als erstes drin von Lotti. Lotti London ist so ein kleines Ei, sage ich mal. Das ist so ein, ja, wie so ein EOS Lip Balm, einfach ein Lip Balm. Der ist allerdings bei mir kaputt, also kaputt gebrochen. Ja, es kommt aus England, hat einen weiteren Weg, da kann sowas mal passieren, finde ich nicht so schlimm. Man könnte es ja trotzdem benutzen, man könnte es in einer kleinen Schale, sage ich mal, oder mein einer Lip Balm ist fast fertig, also der ist in so einer kleinen, in so einem Schraubverschlussteil. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es sagen soll. Und da könnte ich das ja danach reinmachen und dann immer so mit dem Finger auftragen. Von daher ist das nicht schlimm. Ja, einfach ein Lippenbalsam. Dann habe ich als nächstes hier etwas von Kors. Und zwar eine Body Milk, und zwar Basil Lemon. Und das finde ich ganz gut. Also ist eine süße Größe, kann man aber viel, also reicht auf jeden Fall für ein paar Anwendungen. Ich suche gerade, wie viel da drin ist. 40 Milliliter sind das und riecht natürlich nach Zitrone. Das freut mich natürlich sehr. Ihr wisst ja, Zitrusdüfte ist mein Ding. Von daher finde ich die ganz cool. Die Marke finde ich auch gut. Freue ich mich auf jeden Fall, das zu benutzen. Genauso wie auf dieses Produkt, da freue ich mich auch schon drauf, ist von Gatineau. Ich weiß, kenne die Marke nicht, weiß nicht, wie man sie ausspricht. Ein Gentle Silk Cleanser für sensitive Skin, also für ein bisschen sensible Haut ist das, so ein Cleanser einmal, so sieht das aus. Ja, so ein Cleansing-Produkte kann man immer gebrauchen, benutze ich eigentlich täglich, von daher gehen die bei mir auch relativ schnell leer. Ich habe zwar noch ein paar, aber den werde ich auf jeden Fall aufbewahren für, vielleicht auch für eine Reise, weil der eine gute Größe hat, muss ich mal gucken. Dann zu dem ersten richtig dekorativen Produkt, was ich allerdings, denke ich, verlosen werde irgendwann, ist von Lord & Barry. Das ist ein Stift, und zwar ein Augenbrauenstift. Ihr seht das vielleicht, hat so eine braune Farbe, so dunkelbraun. Sieht ein bisschen aus, als würde es ins Warme gehen, aber das kann ich nicht genau sagen. Müsste man swatchen. Aber da ich das irgendwann verlosen möchte, mache ich es mal lieber nicht. Das ist die Farbe 1706 Brunette Magic Brow. Und ja, wie ihr wisst, ich benutze immer mein Catrice Augenbrauenpuder. Damit bin ich sehr zufrieden. Ich benutze am liebsten Puder für die Augenbrauen. Stifte sind nicht so mein Ding, von daher will ich es gar nicht erst in meine Sammlung aufnehmen, weil ich weiß, dass ich es nicht so oft benutzen werde. Wäre ja sonst Quatsch, also könnt ihr das lieber haben. Dann auch etwas richtig Cooles in dieser Box ist The Original Mane & Tail Shampoo und Conditioner ist hier drin. Das finde ich sehr lustig, weil das tatsächlich, ich habe mich erkundigt, also es sind ja Pferde drauf, Mane & Tail, Mähne und Schwanz. Ja. Es ist tatsächlich ein Pferdeshampoo und Pferdeconditioner, also für Pferde eigentlich gedacht. Allerdings habe ich mir das durchgelesen. Das ist so ein paar Promis, sag ich mal, haben das mal benutzt, ist selbst an sich getestet und schwören da drauf. Und seitdem gibt es einen riesigen Hype, was diese Produkte hier angeht. Und ja, ist wohl auch fürs menschliche Haar nicht schlecht. Ich werde es auf jeden Fall testen und freue mich da richtig drüber. Ist mal was richtig Cooles, finde ich. Mir sagt diese Marke auch was, wenn ich mich täusche. Damals, ich bin damals mal geritten, Westernreiten war ich, und ich glaube, wir hatten da auch dieses Shampoo. Es kommt mir so bekannt vor, also ich könnte darauf schwören, dass ich das schon mal gesehen habe. Also das finde ich richtig cool zu benutzen, mal testen. Soll, glaube ich, auch richtig teuer sein, von daher, ich bin gespannt, wie die beiden sind. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt, und das ist auch was sehr Schönes für mich. Eine BB-Cream, und zwar Super Plus Balm. Anti-Wrinkle Whitening mit Lichtschutzfaktor 30. Achso, stopp, erstmal so sieht das aus. Schöne pinke Verpackung, und genauso sieht es auch aus, wenn man es rausholt. Hat auch so eine schöne metallisch pinke Farbe, was ich sehr schön finde. Und ja, bei so BB-Creams ist immer so die Sache.
Aber diese hier ist richtig, richtig schön hell. Ich zeige euch das mal kurz. Hier seht ihr das? Es passt auf jeden Fall, wenn ihr es seht. Also es passt sich meinem Hautton an. Das ist auf jeden Fall gut. Also ich kann sie auf jeden Fall benutzen. Sonst hatte ich immer welche drin, die mir zu dunkel waren. War immer ein bisschen blöd, aber diese hier passt auf jeden Fall und die werde ich sehr, sehr gerne dann auch benutzen. Ich rieche gerade mal. Ne, riecht jetzt nicht großartig. Einen ganz leichten Geruch hat, weil ich jetzt nicht so erklären kann, aber es ist nicht störend. Von daher finde ich das ganz cool. Ja, und das war es mit der Box. Ich finde, es waren recht viele Produkte drin. Und ja, auch spannende Produkte mal so zu testen. Also ich freue mich auf jeden Fall darüber. Es könnte wieder ein bisschen mehr dekorativ drin sein. Gut, der Augenbrauenstift, der ist jetzt halt noch nichts für mich. Aber ein bisschen mehr dekorativ wäre noch gut. Ansonsten fand ich sie schon echt ziemlich, ziemlich gut wieder. Hat mich gefreut. Die Box ist auch nicht ganz so teuer. Ich habe jetzt so ein 12-Monats-Abo abgeschlossen. Das ist aber anders wie bei anderen Boxen. Denn hier müsst ihr trotz eines 12-Monats-Abos nur jeden Monat zahlen. Und nicht alles auf einmal. Das ist oft bei anderen Boxen anders. Und dann kostet einen die Box nur 15 Euro. Und das finde ich jetzt nicht viel. Also 15 Euro finde ich vollkommen okay. Dafür, dass es aus England sogar kommt, also ist schon nicht schlecht. Finde ich eine coole Box. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Unboxing wieder. Bis dann.